dann bestreite ich da noch den letzten Teil der Morgensession mit der Rilumi 2. Also zu mir Namen wurde genannt, der ist genügend kompliziert. Ich sage den nicht nochmal. Ich bin ursprünglich Architekt, also von den Gescholten, von denen viele nicht wissen, was eine blaue Dormmessung überhaupt ist. Bis vor 2 Jahren habe ich immer als Architekt gearbeitet, bin jetzt eben an der Zertifizierungsstelle und vorwiegend an der Haslo in der Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen und Erneuern. Die Themen meines Vortrags sind, ja, wenn man von Rilumi 2 spricht, vielleicht noch kurz, logischerweise gibt es eine Rilumi 1. Dann gehe ich auf 2 Studien ein, wo man die Erfahrung, die man jetzt hatte mit Rilumi 1, ein bisschen sehen kann. Dann eben die Probleme, die schon angesprochen wurden, auf die werde ich nochmal etwas eingehen. Deswegen dann, wieso ist die Rilumi 2 notwendig und der aktuelle Stand, der Inhalt der Rilumi 2 und wie das jetzt weitergehen kann. Oder weiter nicht gehen kann. Also ich erzähle mal jetzt kurz noch, also ganz kurz etwas von der Rilumi 1, so wie ich das jetzt eingeschätzt habe. Heute Morgen kennt ihr die in- und auswendig. Also sind alle Leute da, die sicherlich die schon oft gebraucht haben. Ausgangslage, wir hatten die Norm 13829, die EN-Norm, die Bestand, der Verein Minergie wollte natürlich etwas Spezifisches, wo man die Sachen erklären konnte für Minergie-Zertifizierung. Deswegen entstand im Januar 2007 die Rilumi 1. Das war die Richtlinie für Luftdurchlässigkeitsmessung bei Minergie P und Minergie-Bauten. Mittlerweile wurde sie aktualisiert mit Minergie A. Der aktuelle Stand der Rilumi ist März 2011 und beinhaltet diese Themen hier. Und ja, ich klicke da jetzt ein bisschen durch die Rilumi 1, damit ihr vielleicht wieder ein bisschen in Erinnerung rufen könnt, was da drin ist. Und die Themen, die wurden auch schon von Stef angesprochen, das ist in der Rilumi enthalten und das ist immer noch aktuell, Bauschäden, Energieverluste und Schallproblematik, Zugluft, diese Sachen. Dann erklärt die Rilumi die relevanten Werte und die Anforderungen, die in einer Messung relevant sind. Wir haben ja die flächenbezogenen Werte und die volumenbezogenen Werte. Minergie basiert auf die N50-Werte. Speziell ist, dass man da mit einem Standardfaktor arbeitet, der vielleicht diese 0,8 typisch für ein Schweizer Einfamilienhaus typisch normal sind. Und wenn man durch die Rilumi schaut, wird man immer wieder sehen, also in den Vorabklärungen zum Beispiel, wo die Messzonen drin sind, geht es natürlich um Mehrfamilienhäuser, wo es einfach relativ einfach ist, die Zonen zu definieren. Wir haben bei der Präparation geht man auf Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser ein. Bei der Lüftungsanlage ist es eine typische Lüftungsanlage, wie sie in Einfamilienhäuser oder eben in kleinen Mehrfamilienhäuser enthalten ist, geht man auf solche Anlagen ein. Was hat man jetzt für Erfahrungen gemacht mit dieser Rilumi? Wir haben von dieser Studie schon gehört hier. Da geht es eben um Praxistests bei Luftdichtigkeitsmessungen. Und die Autoren, die sind euch ziemlich bekannt, sitzen auch da im Publikum, erzählen heute auch noch etwas. Und da hat man sich zuerst mal Gedanken gemacht um verschiedene Tests. Man hat Ringversuche gemacht und man hat sich zum ersten Mal auch Gedanken gemacht, konkret, was passiert eigentlich mit anderen Kategorien,
weil seit der Illumi 1 in Kraft getreten ist, ist dann vieles passiert beim Energie. Seit 2008 konnte man verschiedene Kategorien auch zertifizieren, neben den Wohnbauten, 2009 Industrie- und Lagergebäude. Und deswegen hat man das da in dieser Studie schon mal Gedanken dazu gemacht. Und vorher hat man gesagt, man soll diese Studien mal lesen, oder wenn die interessieren, also hier habt ihr den Link, zu wie ihr zu diesen Studien kommt. Wurde auch vorher angesprochen, eben ein Ringversuch mit 6 Messteams, mit verschiedenen Geräten hat man gemacht, an einem Gebäude, an einem Kindergarten, Größe, ja, vielleicht ein größeres Einfamilienhaus oder ein kleineres Mehrfamilienhaus, wo man mal schauen konnte, was passiert eigentlich, wenn wir verschiedene Teams an ein solches Gebäude lassen mit der Grundlage Rilumi 1. Und das ist das ganz kurz zusammengefasste Ergebnis der Studie. Man hat diese 8 Teams, man hat hier den Durchschnittswert der Luftdichtigkeitsmessung und die Schwankungen der verschiedenen... Ups, das ging jetzt ein bisschen schnell. Die Schwankungen der verschiedenen Teams bezüglich dem Durchschnittswert. Und man sieht hier, also die Illumi 1 funktioniert, die bewährt sich. Wir haben Schwankungen um die 6% minus plus. Ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, wie eine solche Luftdurchlässigkeitsmessung funktioniert und die äußeren Einflüsse, die man da hat. Und da kann man getrost sagen, die Rilumi bewährt sich. Dann hat man sich im Rahmen dieser Studie Gedanken gemacht, was passiert mit Großbauten, wie soll man dort vorgehen. Die Rilumi 1 funktioniert bei Wohnbauten, aber jetzt haben wir natürlich solche Großbauten. Stef hat die vorher auch die Problematik ein bisschen aufgezeigt. Man hat vielleicht Hochhäuser mit Druckunterschieden, man hat große Atrien in Bürogebäuden. Hier ein Beispiel, ich weiß nicht, wer heute Morgen von Bern gekommen ist, dann ist das auf der Strecke von Bern nach Sursee gewesen, dieses Gebäude. Und da hat man sicherlich auch ein Messkonzept erstellen müssen und hat Probleme gehabt, die man mit der Zertifizierungsstelle abklären musste. Diese beiden Gebäude, das sind je 20.000 Quadratmeter Fläche, also sicherlich etwas größer als die klassischen Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser. Auch im Rahmen dieser Studie hat man eben die kritischen Bauteile ein bisschen angeschaut. Man hat Bauteile in einem Gebäude, die, wenn es keine Wohnbauten sind, gibt es vielleicht Publikumseingänge. Hier Beispiel Schiebetür, Publikumseingang. Hat man untersucht, hat man die Luftdurchlässigkeit eines solchen Bauteils angeschaut. Man hat Messungen gemacht, ohne diese Bauteile abzukleben, und Messungen mit Abklebung dieser Bauteile, konnte somit ein bisschen die Durchlässigkeit eines kritischen Bauteils abschätzen. Hier sehen wir den Unterschied, ist doch relevant bei solchen Bauteilen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene solche Bauteile mit ganz unterschiedlicher Durchlässigkeit. Wir haben ja Industrietore, Rolltore oder wir haben auch Karusselltüren, und da muss man eigentlich klären, wie man mit solchen Bauteilen umgehen will, wenn man Minergie-Zertifizierung machen will. Und das ist heutzutage immer in Absprache mit der Zertifizierungsstelle. Eine weitere Studie, 2-3 Jahre später, gab es eine Studie zur Luftdurchlässigkeitsmessung, Momentaufnahme oder langfristiges Qualitätsmerkmal. Auch diese Studie könnt ihr herunterladen, und der Hauptautor sitzt hier, ist der Beda, den ihr auch ein bisschen sicherlich schon kennt. Hier hat man mal geschaut, was passiert eigentlich mit Luftdurchlässigkeitsmessungen, wenn man die nach einer gewissen Zeit wiederholt.
Also ist die Qualität der Luftdurchlässigkeitsmessung bleibend oder haben wir Momentaufnahme am Anfang, ist es luftdicht und dann sind Dichtungen oder andere Bauteile sind so schlecht, dass sie nach 2 Jahren, dass wir völlig ein anderes Unterschied, ein völlig anderes Ergebnis haben, wenn wir nochmals messen. Und auch hier hat man geschaut, was passiert. Und bei 25 Gebäuden, wenn man das genauer anschauen geht, bei den meisten Gebäuden hat man eigentlich sehr gute Ergebnisse. Es gibt da, auch hier gibt es natürlich Gebäude, wo etwas anders resultiert. Das sind aber alles Gebäude, die hier mit einem kleinen Stern gekennzeichnet sind, bei denen es verschiedene Gründe hatte, warum das nicht so war, wo man etwas auch schon umgebaut hatte, was 10 Jahre seit der ersten und zweiten Messung gewesen sind und verschiedene Sachen unterschiedlich waren. Im großen Teil kann man sagen, bei den Objekten war der Unterschied von der ersten zur zweiten Messung kleiner als 20%. Also auch hier kann man sagen, dass die Messung, wie sie heute vorgegeben ist, funktioniert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass man auch hier verschiedene Kategorien angeschaut hat, nicht nur Wohnbauten, man hat Verwaltung und Schulen auch angeschaut. Man hat gesehen, auch hier wieder ein bisschen zu schnell, man hat gesehen, dass es im Großen auch keinen Unterschied macht, welche Kategorien man angeschaut hat. Aber man hat eigentlich die problematischen Kategorien nicht angeschaut. Also man hat weder die Industriebauten angeschaut, noch Lagerhallen oder Verkauf oder eben genau diese Kategorien, die wir vorher in den vorherigen Vortrag gesehen haben, die Probleme bieten könnten. Deswegen, das Problem ist, ja, hier sind eigentlich von allen erkannt, wir wissen, die Lumi 1 genügt den heutigen Ansprüchen nicht. Und bereits seit 2010 diskutiert man eigentlich, dass man eine Rilumi 2 in Angriff nehmen müsste, dass man eine Überarbeitung der Rilumi, dass die dringend nötig ist. Und man weiß, die großen Themen bei dieser Rilumi 2 müssten sein, Industrietore ist ein Thema, Publikumseingänge ist ein Thema, die Messzoneneinteilung bei Industrie- und Gewerbebauten, das ist sicherlich ein großes Thema. Auch ist in der aktuellen Rilumi eigentlich der Wert für eine Minergiesanierung nicht offiziell enthalten. Und was auch ein Thema sein könnte, ist ein Anforderungsprofil an die Messpersonen. Ist ja sicherlich auch ein Thema. In anderen Ländern gibt es eben die zertifizierten Messpersonen, was wir bei uns noch nicht kennen. Und ja, die Dringlichkeit ist eigentlich erkannt. Es ist auch ein Arbeitspapier vorhanden schon bei uns an der Haslu, Zusammenarbeit mit dem Thermografieverband und mit Minergie hat man einen Forschungsantrag schon vorbereitet, ein F&E-Projekt das besteht im Prinzip mit den Inhalten, also man will eine Basisdefinition eines Messverfahrens der Minergie-Luftdichtheitsmessung kreieren. Und die große Problematik ist, im Moment ist sehr viel, wie Stoff gesagt hat, individuell. Man muss alles absprechen mit der Zertifizierungsstelle, hängt dann davon ab, wer in der Zertifizierungsstelle das ganze Projekt anschaut und was man abgibt. Und dann kommt die Resultatbeurteilung, ist wieder sehr individuell, je nach Zertifizierungsstelle und Person. Und eigentlich möchte man eine Richtlinie erarbeiten, die mindestens bei 95% der Bauten eigentlich klare Vorgaben geben kann. Auch für größere Wirtschaftsbauten, Industriebauten. Und das große Problem, das Projekt ist im Moment eingefroren.
es ist stehen geblieben, weil ja, es ist immer das gleiche Problem, wenn man eine solche Studie machen will. Irgendjemand muss sie finanzieren. Und wer hat wirklich Interesse an einer solchen Studie? Diesen Forschungsantrag, den wir da vorbereitet haben, der ist an das BfE gerichtet. Die Signale, die vom BfE kamen, waren aber nicht unbedingt positiv. Das BfE ist im Moment, ja, hat andere Grundthemen oder Themen, die sie prioritärer anschauen. Deswegen ist das hier ja sehr wahrscheinlich schwierig, dass wir da eine Finanzierung hinkriegen via BfE. Aber man weiß nicht, vielleicht ändert sich das Ganze. Minergie ist natürlich sehr interessiert am Thema. Wir haben es auch schon vorher gehört, heute Morgen kamen sie nicht wegen Strategie 2020. Ja, die haben im Moment andere Baustellen, kann man sagen. Ist sicherlich und hat natürlich auch nicht das Geld zur Verfügung, das wir jetzt da in eine Rilumi 2 stecken könnten. Kantone allenfalls, falls es irgendwo Kantone mal geben wird, die eine Luftdichtigkeit als Vorschrift vorgeben würden. Vielleicht wäre da ein AHB interessiert an einer solchen Studie und vielleicht an einer Finanzierung, ist aber auch fragwürdig. Professionelle Investoren, ja, ist auch schwierig, dass da jemand aufspringt, aber man weiß auch da nicht. Was passiert? Die Frage ist überhaupt, gibt es europäisch irgendetwas, was man, auf das man dann besser stützen könnte? Oder wie sieht das in Zukunft aus mit Euronormen oder überhaupt mit der Zertifizierung? Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine europäische Zertifizierung, die ja, Minergie etwas entweder kooperiert oder in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit entstehen könnte. Und deswegen ist die Frage mit dieser Rilumi 2 im Moment ist wirklich offen. Wir sind auch offen, falls ihr Ideen habt, wie wir zu einer solchen Rilumi 2 kommen könnten, Ideen zur Finanzierung hättet oder wie man da vorgehen könnte. Also wir sind offen für alle Möglichkeiten und wären bereit, eigentlich die Rilumi 2 sofort zu starten, das Projekt und diese Richtlinie zu definieren. Ich bin jetzt auch, glaube ich, Punktlandung, diese 18 Minuten, und wäre jetzt offen für Fragen. Ja, vielen Dank, Gianrico Settebrini, für den spannenden Vortrag.